Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei dieser Veranstaltung über Corona und die Folgen, das Ende der Globalisierung. Mein Name ist Jan Egbert Sturm, ich bin Direktor der KOF-KOF-Konjunkturforschungsstelle und möchte mit Ihnen die nächste halbe Stunde eine Präsentation zeigen, durchgehen, indem ich versuche, auf eine etwas Meta-Ebene, auf eine etwas höhere Ebene mit ihm durchzugehen, wo die Schweiz denn heutzutage steht, wo die Welt momentan steht, im Lichte der Corona und auch im Lichte dieser Frage, was bedeutet das für die Internationalisierung, die Globalisierung. Und was ich dazu allererst machen sollte und jetzt auch machen werde, ist Ihnen deutlich zu machen, dass Globalisierung tatsächlich eine sehr wichtige Rolle spielt in die Entwicklung, die wir als Volkswirte, als Volkswirtschaften letztendlich durchmachen über die Zeit. Die drei wichtigsten Schlüsseldeterminanten für langfristigen Wohlstand, die wir Ökonomen im Allgemeinen identifizieren, sind einerseits technologischer Fortschritt. Also wenn wir neue Technologien haben, dann können wir wahrscheinlich mit Hilfe dieser neuen Technologien auch tatsächlich mehr produzieren oder besser produzieren und das wird den Wohlstand steigern können. Ein anderer Faktor, die sehr positiv auf die Wohlstandsentwicklung auswirkt, ist Spezialisierung. Das ist nicht unbedingt eine neue Technologie erfinden, sondern einfach die Aufgaben aufteilen. Und weil wir uns alle dann spezialisieren, können wir insgesamt mehr produzieren, als wenn jeder Einzelne alles produzieren müsste und alles schaffen sollte. Das ist einfach in der Praxis nicht machbar. Die Spezialisierung hilft uns enorm in Produktivitätsgewinne und damit auch, um zum Beispiel Armut zu bekämpfen und die gesamte Wohlstand zu erhöhen. All das funktioniert nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmt. Und dafür haben wir die Politik so gesagt, die die Institutionen schaffen, die dafür sorgen, dass tatsächlich Märkte zum Beispiel vernünftig funktionieren können, dass wir zwischen Ländern auch Handel treiben können und so weiter. All diese drei Schlüsseldeterminanten werden sehr eindeutig durch den Globalisierungsprozess geprägt. Ja. Globalisierung sorgt dafür, dass wir wahrscheinlich schneller als sonst technologische Fortschritte sehen können. Also das deutlichste Beispiel in jüngster Zeit ist natürlich die Impfstoffe oder sind die Impfstoffe. Ohne internationale Kooperation, ohne internationale Zusammenarbeit auf diesem Front und wenn jedes Land so gesagt selber ihren eigenen Impfstoff hätte entwickeln müssen, das hätte viel und viel länger gedauert, als wir jetzt gesehen haben. Auch, dass wir tatsächlich uns spezialisieren über die Landesgrenze hinweg. Wir wissen, gewisse Regionen, zum Beispiel Süddeutschland, ist sehr stark in die Autoindustrie. Andere Regionen spezialisieren sich in anderen Bereichen, wie die Schweiz in Pharma zum Beispiel. Diese Art der Spezialisierung sorgt dafür, dass über Globalisierung wir alle davon profitieren können. Und Globalisierung hat einen Einfluss auf die Institutionen, auf die Politik. Es ist nicht umsonst, dass wir regelmäßig in den Nachrichten über die G7 zum Beispiel wieder hören, dass die versuchen, Wege zu finden, indem man gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schafft, damit die Welt sich positiv entwickeln kann. Ja. Also müssen wir diesen Konzept Globalisierung gut verstehen und wie wahrscheinlich Ihnen jetzt schon klar geworden ist, bei Globalisierung geht es eigentlich um das Bilden von Netzwerken. Ja. Was ich hier aufgeschrieben habe, ist, dass die Globalisierung ein Prozess ist, der Schaffung von Netzwerken, von Verbindungen zwischen Akteuren über internationale Entfernungen, die durch eine Vielzahl von Strömen dargestellt werden. Also das ist, was wir im Allgemeinen mit Globalisierung versuchen zu meinen oder eigentlich meinen. Das zu messen ist nicht ganz so einfach. Wir Ökonomen gucken ganz oft und ganz einfach, ich werde es nachher auch machen, nach Handelsströme. Wie viel Waren gehen denn tatsächlich über die Grenzen hin und her? Aber eigentlich ist es mehr als Warenströme, wie ich vorher deutlich gemacht habe mit zum Beispiel technologischer Entwicklung. Da geht es nicht um Produkte, sondern geht es um Erkenntnisse, um Know-how, was über die Landesgrenzen geteilt und diskutiert wird. Also wenn man dieses Konzept von Globalisierung also nimmt, dann kann man sagen, es gibt eine wirtschaftliche Dimension dabei. Und da geht es tatsächlich um diese Warenströme, um vielleicht auch Finanzströme, aber auch um, wie stark Staaten irgendwie solche Art von Ströme reglementieren oder begrenzen. Andererseits geht es um die soziale Perspektive. Das ist eine andere Perspektive. Die Ideen, die über die Landesgrenze hinweggehen, Kulturen, die miteinander verschmelzen, das sind auch Formen der Netzwerkbildung und Formen der Globalisierung. Und dann gibt es diesen dritten Dimension, die politische Perspektive, in dem es darum geht, dass Regierungsmaßnahmen, Politik, Institutionen verbreitet werden über die Landesgrenzen hinweg. Ja, all das kommt zusammen in diesem Konzept von Globalisierung. Was wir an der KOF versuchen zu machen oder schon längere Zeit machen, ist daraus ein Indikator zusammenstellen. Ja. Und man nimmt also diese
Konzepte, diese Perspektiven und versucht anhand von diesen Perspektiven Maße zu finden, die das im Prinzip repräsentieren können. Und da muss man zum Beispiel denken auf diese wirtschaftliche Perspektive, wie viel Waren werden tatsächlich über die Landesgrenze hin und her verschippt? Wie viel Finanzströme gibt es? Auf die soziale Dimension, dann geht es um kulturelle Aspekte. Also wie stark sind die Kulturen miteinander verbunden? Was für Tourismus gibt es international über die Grenzen hinweg, womit wir zum Beispiel in der Schweiz in Kontakt kommen mit anderen Kulturen. Oder im politischen Bereich, wie viele Konsulate gibt es in gewissen Ländern, wie viele Verträge mit anderen Ländern sind abgeschlossen. All diese Art von Variablen, die messen wir, die werden gemessen durch andere Institutionen und durch uns an der COF zusammengebracht in einem Indikator, der COF Globalisierungsindikator. Und hier sehen Sie, wie diese Globalisierung seit 1970 sich bis 2018, das sind die jüngsten Zahlen, die wir momentan immer noch haben, sich entwickelt hat. Da messen wir also, dass für alle Länder dieser Welt, über 200 Länder, wir nutzen über 40 verschiedene Variablen, die insgesamt diesem Bild der Globalisierung mit sich bringt. Und was Sie an diesem Beispiel hier sehen, ist, dass wir über die Zeit immer globalisierter geworden sind. Vielleicht ist das noch besser sichtbar zu machen, wenn ich die Welt zusammenfasse in eine Zeitreihe, in eine Grafik. Und das ist, was Sie hier sehen. Hier sehen Sie anhand von diesem Indikator, wie die Welt insgesamt stärker sich vernetzt hat innerhalb des Weltes, so gesagt. Und Sie sehen, eigentlich gab es dort drei Phasen. Das sieht man noch besser, wenn man nicht das Niveau der Globalisierung sich anschaut, sondern die Veränderung der Globalisierung. Und was auffällt, ist, dass in den 90er Jahren bis ungefähr kurz vor der Finanzkrise, in diese Phase, wenn ich das hier mal kurz darstelle, also diese Phase hier, wo die Balken am höchsten sind, dass dort die Globalisierung am meisten Fahrt aufgenommen hat. Was Sie auch sehen, ist, dass eigentlich seit der Finanzkrise diese Veränderung, die Zunahme deutlich abgenommen hat. Es gibt immer noch eine leichte Zunahme in der Globalisierung, in all diesen verschiedenen Dimensionen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, aber sicherlich nicht mehr in dem gleichen Ausmaß wie noch in den 90er Jahren oder die ersten Jahre in diesem Jahrhundert. Die große Frage, die sich immer wieder stellt, ist, geht es jetzt noch sogar vielleicht wieder runter? Sind wir in eine Phase reingekommen der Deglobalisierung? Ich bin, glaube ich, nicht ganz dieser Ansicht. Ich erwarte auch nicht, dass wir demnächst wieder den richtigen Schub sehen. Ich erwarte, dass wir tatsächlich auf einem verhältnismäßig hohen Niveau uns weiter so entwickeln können, wie auch in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und ich versuche Ihnen, das in den nächsten Folien ein bisschen deutlicher zu machen, wieso ich das denke. Ein Problem, ein Nachteil von diesem Indikator ist, wie schon gesagt, es hört in 2018 auf. Und vielleicht, dass wir bald in den nächsten paar Wochen auch die Zahlen für 2019 präsentieren können. Aber das sind immer noch Zeiten, in denen es keine Pandemie gegeben hat, keine Corona. Also ich kann quasi mit diesen Art von Zahlen, die mit großer Verspätung für so viele Länder dieser Welt veröffentlicht werden, eigentlich nichts über die aktuellen Situation wirklich beschreiben. Davon muss ich also wirklich ein bisschen einzoomen und mich beschränken. Und das ist, was ich dann noch mache. Ich habe schon vorher angedeutet, ich beschränke mich auf, was Ökonomen oft machen, sich anzuschauen, wie viel Waren tatsächlich die Grenzen überschreiten. Wie viel wird exportiert, wie viel wird importiert über all diesen Ländern hinweg. Der Welthandel, so gesagt. Und es geht hier wirklich um Güter, die hin und her transportiert werden. Und hier sehen Sie das Niveau der Welthandel bis am aktuellen Rand, bis zu diesem Sommer, so gesagt. Das ist so weit, wie diese Daten reichen. Und auch hier sehen Sie eigentlich diese drei Phasen von vorhin. Und wiederum, wenn ich Veränderungen oder hier Wachstumsraten zeige, das sind diese Balken, die sind zwar viel volatiler, als was ich vorher gezeigt habe, weil das Quartalsdaten sind, Daten, die wir jede drei Monate hier zusammen aggregiert haben, statt einmal im Jahr, sehen wir aber letztendlich was sehr Vergleichbares. Wir sehen so ungefähr die drei Phasen zurück, nämlich die Phase bevor 1990, bevor insbesondere der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist und wir tatsächlich dadurch große Blöcke der Osten in Europas in die Weltkonjunktur haben einintegrieren können, aber auch Asien Anfang der 90er Jahre richtig losgelegt hat und dort auch einen Push gegeben hat an die allgemeine Globalisierung. Dann gibt es die Phase also zwischen 1990 und ungefähr die Finanzkrise und dann gibt es die Phase nach der Finanzkrise. Und was Sie hier sehen, ist tatsächlich, dass es in die Periode vor 1990 eine durchschnittliche Wachstum des Welthandels gegeben hat von ungefähr 6%. In die 90er Jahre bis zur Finanzkrise war das erhöht auf 7%. Und dann die letzten 15 Jahre so in etwa
war es nur noch 2,5%, 2,6, wenn man es etwas genauer ausrechnet. Also dieser Handelsmultiplikator hat deutlich abgenommen. Ja. Wir wachsen zwar immer noch im Handelsbereich, es gibt immer mehr Waren, die über die Grenze hinweg sich bewegen, aber der Steigerungsrate ist hat bedeutend Gas zurückgenommen, so gesagt. Ja. Am aktuellen Rand, das ist also wirklich, wenn ich mir das hier anschaue, dann sehen Sie die Pandemie zurück. Das ist diese V-Form, die Sie da sehen, das war im Frühjahr 2020, in dem tatsächlich auch der Handel stark gelitten hat. Aber Sie sehen, nachdem diese erste Phase der Pandemie vorbei war, wir sind immer noch drin, aber die erste Phase ist vorbei, hat die Konjunktur, die Ökonomie, die Wirtschaft sich sehr stark wieder erholen können und wir sind eigentlich schon wieder deutlich über den Vorkrisenniveau zurück und wir scheinen so wieder einigermaßen auf dem alten Pfad, wenn es um den Handel geht, zurückgekehrt zu sein. Ja. Wenn gehandelt wird, muss auch was produziert werden. Ja, logischerweise, weil sonst kann man nichts über die Grenzen verschieben, so gesagt. Ja. Und diesen Konzept von Spezialisierung, die ich vorher angesprochen habe, die deutet, also wenn man sich immer stärker spezialisiert und quasi die Produktion von einem Gut in immer kleinere Teilkomponenten aufteilt und andere Personen, andere Länder, andere Firmen spezifische Teile machen lässt, dann kann es gut sein, und das haben wir bis zur Finanzkrise auch so gesehen, dass tatsächlich die Warenströme stärker zunehmen, als dass die Produktion zunimmt. Durch die Aufteilung der Produktionsprozesse, die teilweise in anderen Ländern dann stattfinden. Ja. Und das ist, was wir auch hier sehen. Normalerweise ist es so, dass die Industrieproduktion ungefähr mit 2-3% pro Jahr wächst. Und Sie sehen hier, bevor der Finanzkrise, da wuchs der Handel mit deutlich mehr als 2-3%, nämlich mit 7%. Das ist diese Zunahme der Spezialisierung, das ist die Aufteilung von Produktionsprozessen in einzelne Schritte, die dann tatsächlich dafür gesorgt haben, dass Zwischenprodukte über die Grenzen hin und her geschoben worden sind, damit der nächste Stufe wieder anfangen konnte. Seit der Finanzkrise sehen wir das eigentlich nicht mehr in weitere Zunahme dessen. Was wir eigentlich seitdem sehen, ist, dass die Wachstumsrate der Industrieproduktion in etwa gleich ist mit der Wachstumsrate der Welthandel. Also de facto keine stärkere Spezialisierung. Am aktuellen Rand sehen wir auch keine Zeichen, dass sich da wesentlich was geändert hat. Und die nächste Grafik macht es hoffentlich noch ein bisschen deutlicher. Da zeige ich Ihnen das Verhältnis zwischen Welthandel und die Industrieproduktion. Und wenn der Welthandel schneller wächst als die Industrieproduktion, dann muss also die Kurve, die ich gleich zeigen werde, hochgehen. Wenn die beiden sich im gleichen Verhältnis bewegen, dann sollten wir eine horizontale Linie sehen. Und hier sehen Sie, was geschehen ist in dieser Periode seit 1991 bis quasi diesen Sommer. Ja? Und wir sehen ganz eindeutig zurück, dass diese Spezialisierung enorm zugelegt hat in diese Phase von 1991 bis relativ kurz vor der Finanzkrise. Und seitdem diesen beiden Variablen, Welthandel und Industrieproduktion, sich faktisch gleich bewegt haben. Faktisch stabil. Ja, abgesehen von einer Finanzkrise, die Sie ganz klar in 2008, 2009 in diesen Zahlen sehen, und auch die Pandemie, die Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr. Ja, diese erste Welle, die uns alle sehr stark überrascht hat und wo die Wirtschaft auch wirklich in dem Moment faktisch also zum Teil stillgestanden hat. Vergleichen wir jetzt mal diese beiden Krisen. Nicht, weil die beiden Krisen gleich sind, nur weil die beiden Krisen Krisen waren und wir sonst Schwierigkeit haben, überhaupt für die Corona-Pandemie eine Vergleichsgröße zu finden und auch zu verstehen, was das dann nachher in der Erholung für die Wirtschaft bedeutet. Man hat erst einen Schock, aber nachher, dann sind diese Erholungsprozesse, sollten doch irgendwie auch vergleichbar sein können. Ja, ist das auch so gewesen? Also links zeige ich Ihnen die Zahlen bezüglich Welthandel. Und rechts die Zahlen der Industrieproduktion, also das, was produziert wird, was nachher über die Grenzen hin und her sich bewegt. Und erst zeige ich Ihnen die Zahlen für die Finanzkrise 2008, 2009. Ja. Sie sehen, was geschehen ist. In 2008, da ist tatsächlich der Welthandel mit ungefähr 18% geschrumpft. Ja. Die Industrieproduktion innerhalb ein halbes Jahr mit ungefähr 10% geschrumpft. Ja. Das waren enorme Zahlen aus der damaligen Perspektive und auch heute noch. Und Sie sehen auch, wie lange wir gebraucht haben, bis sowohl der Welthandel als auch die Industrieproduktion in etwa wieder auf den Vorkrisenstand zurück war. Das hat ungefähr 2 Jahre gebraucht, 24 Monate. Ja, nach 24 Monaten konnte man
Pi mal Daumen sagen, für die Welt im Aggregat, Industrieproduktion, Welthandel ist ungefähr wieder zurück, wo sie war. Was ist denn jetzt in der Pandemie? Wie stark ist der Industriesektor getroffen? Das ist die eine Frage. War das stärker oder schwächer als damals in die Finanzkrise? Und wie schnell sind wir in dieser Erholung drin? Ist das ähnlich schnell oder langsam gegangen oder viel schneller? Und sind wir auch inzwischen vielleicht sogar über diesen Vorkrisenstand zurück? Und hier sehen Sie mit dieser roten Kurve die heutige Zahlen. Die heutige Zahlen zeigen, dass zumindest aus der Industrieperspektive der Welthandel und auch der Industrieproduktion ähnlich stark geschrumpft sind in den ersten Monaten dieser Pandemie, als damals in die Finanzkrise der Fall war. Aber, und das ist sehr bemerkenswert, wir haben uns viel schneller erholt. Pi mal Daumen, innerhalb eines Jahres waren wir bei der Industrieproduktion und beim Welthandel zurück auf den Vorkrisenstand. Und inzwischen sind wir deutlich drüber. Es wird deutlich mehr produziert insgesamt auf der Welt, wenn es um Industrieprodukte geht, als vor der Pandemiekrise anfängt. Ja. Die Geschwindigkeit dieser Erholung ist enorm. Und ich komme hoffentlich nachher dazu zu sprechen, hat natürlich auch Konsequenzen für diese Spezialisierung, die wir in den 90er Jahren und die ersten Hälfte der 2000er aufgebaut haben. Nämlich, es ist gar nicht so einfach, um nachher dann diese Produktionsprozesse wieder aufeinander abzustimmen, wenn wir vorher alles zugemacht haben. Abschalten geht relativ schnell. Aber nachher wieder im gleichen Rhythmus wie vorher versuchen, alles hinzukriegen, ist viel schwieriger. Ja? Und das mit einer Geschwindigkeit, die wir eigentlich so nicht erwartet haben. Man muss ehrlich gestehen, auch wenn man mit Industrieunternehmern redet, die sind überrascht, in welchem Tempo sich das normalisiert hat, aus deren Perspektive. Wir sind zwar immer noch in der Pandemie drin, aber aus der wirtschaftlichen Perspektive hat sich das sehr stark und sehr rapide also erholt und normalisiert und mehr als normalisiert. Wieso mehr als normalisiert? Auch das ist vielleicht nicht ganz so verwunderlich. In der Pandemie haben wir insbesondere unsere persönlichen Kontakte zurückschrauben müssen. Und auch in der zweiten Phase der Pandemie, in diesem ersten Halbjahr, sind wir immer noch viel vorsichtiger, wenn es um persönliche Begegnungen geht als früher. Ja, und Dienstleistungen, die profitieren von persönlichen Begegnungen. Ja, das sind, was Dienstleistungen sind, so gesagt. Wir haben also unser Geld, wenn man es mal ein bisschen ökonomisch sagt, viel weniger an Dienstleistungen ausgeben können als früher. Nur zumindest im Westen verdienen wir zumindest im Durchschnitt noch ähnlich viel, wie es vor der Pandemie der Fall war. Wir sparen also viel mehr. Und den Teil dieser Ersparnisse versuchen wir dann trotzdem zu konsumieren. Und die können wir nicht konsumieren in den Dienstleistungsbereich, sondern die konsumieren wir, weil wir halt den neuen Computer uns anschaffen, eine vernünftige Kamera für all diese Zoom-Konferenzen, die wir haben, vielleicht neue Möbel, weil wir viel mehr zu Hause sind. Also es wird viel mehr an Güter ausgegeben, als wir sonst ausgeben würden, weil sonst würden wir zum Beispiel mehr in Urlaub fahren. Das können wir jetzt nicht. Stattdessen kaufen wir Güter. Und deshalb ist auch insbesondere die Güterproduktion, hat sich so stark erholt, ist auch deutlich über den Vorkrisenstand. Gut, wenn man also nicht nur die Güter betrachtet, sondern auch die Dienstleistungen mitnimmt, und in unsere Bereichen der Welt sind die Dienstleistungen inzwischen viel wichtiger als die Industriegüter. Ja, also die Industriegüter sind nur noch 20% der Wertschöpfung in der Schweiz. Ein großer Teil von was wir machen, sind Dienstleistungen, die wir anbieten aneinander und natürlich auch konsumieren. Was ist, wenn wir das mit berücksichtigen? Auch hier fange ich erstmal an mit diesen Weltperspektive. Und da muss ich irgendwie entscheiden, wie ich die Welt hochaggregiere. Das werde ich auf zwei verschiedene Arten und Weisen machen. Und nachher werde ich dann auch die Schweiz mit reinsetzen. Und links diesmal zeige ich, wie es in der Finanzkrise gewesen ist. Und auf der rechten Seite, wie es jetzt in der Pandemie lief. Hier sehen Sie die Situation vor der Krise angefangen hat. Sowohl auf der Finanzkrise-Seite, also die Periode 2005 bis 2007 oder Anfang 2008. Und auf der rechten Seite bis Ende 2019, die Jahre vor der Pandemie, so gesagt. Und Sie sehen, die Welt wuchs in der Phase 2005 bis 2008 sogar deutlich stärker als heute. Die Steigerungsrate ist steiler, ist größer. Also die Wachstumsrate für die Weltwirtschaft war damals höher, als sie heute ist. Was wäre jetzt gewesen, wenn wir einfach so weitergewachsen hätten?
Und ich zeige keine komplizierten Modelle, ich nehme einfach mal eine Trendlinie hier durch, und das ist diese gepunktete Linie, das ist im Prinzip so ein Gefühl dafür zu kriegen, was wäre gewesen, wenn wir keine Finanzkrise gehabt hätten und weiter gewachsen wären wie in die 3 Jahren zuvor, oder was wäre, wenn es keine Pandemie gegeben wäre und wir weiter uns entwickelt hätten wie in die Jahren zuvor. Ja. Das ist so ungefähr ein bisschen unser kontrafaktisches Szenario, einfach gesagt. Wie ist es nun wirklich geschehen? Hier sehen Sie es auf der linken Seite, alle Daten, die wir haben für die Finanzkrise, und auf der rechten Seite das, was wir bis jetzt mit harten Statistiken so gesagt wissen über die Welt bis Mitte dieses Jahres. Ja. Hier sind die Länder hoch aggregiert worden mit sogenannten Kaufkraftgewichte. Das heißt, wir berücksichtigen, dass es in Schwellenländern das Preisniveau vielleicht insgesamt viel tiefer ist als hier zum Beispiel in der Schweiz. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir ein sehr hohes Preisniveau haben. Alles ist hier teuer. Sowohl die Löhne sind hoch, damit ist es teuer hier zu produzieren, aber auch die Güter, die wir kaufen, die sind im Allgemeinen deutlich teurer, als wenn man zum Beispiel in ein asiatisches Land reingeht. Ja. Also das wird hier quasi berücksichtigt, wodurch diese Schwellenländer, wie sie ganz oft genannt werden, ein höheres Gewicht bekommen, weil wir quasi kompensieren, dass die Preise dort so tief sind. Ja. Dafür kompensieren wir, und das sorgt für diese grüne Kurve. Also hier spielen Schwellenländer mit tiefen Preisniveaus eine sehr wichtige Rolle. Wie sieht es nun aus für die nächste Zeit bezüglich der Pandemie? Und hier sehen Sie unsere Prognose. Das ist diese gestrichelte Linie, und Sie sehen, wir gehen davon aus, dass tatsächlich die Erholung sich weiter fortsetzen wird, aber wie auch damals nach der Finanzkrise, wir nicht ganz auf diesem alten Pfad zurückkehren. Also in dem Sinn, es gibt schon permanente Verluste in beiden Fällen. Wir haben quasi ein Weichen ausgesetzt und dann den alten Trend da wieder rangeklebt, so kann man es auch sehen. Ja? Durch das wir Pause gemacht haben auf eine gewisse Art und Weise. Ja, in dem Sinn auch nicht ganz so verwunderlich. Wenn man die Schweizer Perspektive nehmen möchte auf die Welt, dann muss man die Länder aber nicht kaufkraftgewichtet aggregieren, sondern was kümmert es unseren Exportfirmen, dass das Preisniveau irgendwo anders tiefer ist als bei uns? Der Exportfirma möchte einfach wissen, wie viel Schweizer Franken kommt am Ende des Tages zurück in die Schweiz. Ja? Also aus dieser Perspektive muss man vielleicht nicht gewichten mit dieser Art von preisadjustierten Maßen, und wir müssen vielleicht auch zudem uns realisieren, dass die Schweiz zum Beispiel viel mehr mit Europa Handel treibt als mit Südostasien. Natürlich, Südostasien ist ein Wachstumsmarkt, auch dort steigt bei uns die Exportanteile, aber Europa ist immer noch viel wichtiger als andere Bereiche der Welt, weil es halt eben viel dichter dran ist. Also wenn man die Länder also anders gewichtet, nämlich sogenannte Exportgewichte, Schweizer Exportgewichte nehmen würde, dann sieht die Welt ein bisschen lähmer aus, so gesagt, also dann wächst sie nicht so dynamisch, weil wir quasi die Schwellenländer ein viel geringeres Gewicht geben. Ja? Und dann sieht man also, dass die Vorkrisenentwicklung weniger dynamisch sich entwickelt hat. Auch hier könnte man quasi eine Trendlinie weiterziehen, als Referenzgröße so gesagt. Und auch hier könnte man gucken, hey, was sind denn die jüngsten Daten, was sagen die uns? Und hier sehen wir, was aus dieser Schweizer Perspektive die Finanzkrise bedeutet hat und was aus Schweizer Perspektive die Pandemie bedeutet hat. Und was auffällt, ist, dass die Finanzkrise stärker war für die Schweiz als aus dieser kaufkraftbereinigte Sichtweise, aber das gilt viel weniger für die Pandemie. Ja, da sieht man den Rückgang im Frühjahr 2020 war eigentlich enorm stark, deutlich stärker als in der Finanzkrise, wobei in der Finanzkrise wir reden über ein 2,5 bis 5-prozentiger Rückgang, abhängig wie man die Welt misst, haben wir tatsächlich mehr als einen 10-prozentigen Rückgang erlebt in der Pandemie. Also das war viel kräftiger. Bei der Industrieproduktion habe ich gesagt, das war ungefähr vergleichbar. Hier sage ich, beim Gesamt-BIP ist die Pandemie viel kräftiger gewesen. Und das kommt, weil die Dienstleistungen so enorm stark getroffen worden sind in der Pandemie und viel weniger stark getroffen worden sind in der Finanzkrise. In unserer Prognose sehen wir auch hier quasi zurück zu einer Parallelbewegung, zumindest nach der Pandemie. Das war in der Finanzkrise anders. Wir haben die Finanzstrukturen anpassen müssen. Insgesamt hat der westliche Welt an Dynamik verloren gegenüber der Dynamik, die er zuvor gegeben hat. Also in dem Sinn ist die Pandemie mittel- und langfristig betrachtet in dem Sinn weniger dramatisch, als die Finanzkrise es vielleicht war.
Was kann man nun über die Schweiz sagen? Na, die Schweiz braucht man nicht mit der grünen Linie zu vergleichen, sondern wir nehmen eine Schweizer Perspektive. Also wir wollen uns mit den Ländern vergleichen, mit denen wir auch tatsächlich viel Kontakt haben. Ja. Und das ist, was ich jetzt mache. Ich zeige jetzt die gleichen Zahlen für die Schweiz hier rein. Und Sie sehen, schon vor der Pandemie hat die Schweiz sich sehr ähnlich entwickelt als die für uns relevante Ausland. Und auch während sowohl der Finanzkrise als während der Pandemie geht das wiederum. Die Schweiz ist zwar etwas weniger stark getroffen gewesen im Frühjahr 2020 von der Pandemie, und da sind wir immer noch sehr stolz drauf, aber wir haben das quasi wieder wettgemacht im negativen Sinne in der zweiten Welle, in der Winterwelle 2020-2021. Sie sehen, eigentlich sind wir dort etwas wieder stärker negativ beeinflusst gewesen als die für uns relevante Ausland. Und Sie sehen auch, in unserer Prognose gehen wir faktisch von einer sehr ähnlichen Entwicklung aus in der Schweiz relativ zu die für die Schweiz relevante Welt. Gut, vielleicht noch ein bisschen stärker gucken, wie hat die Schweiz sich durch die Pandemie geschlagen im Verhältnis zu, wie andere Länder, die wir als relevant bezeichnen, sich geschlagen hat. Und da mache ich jetzt den Vergleich zwischen die Schweiz und einerseits dem gesamten Euroraum und spezifisch Deutschland. Ja, weil das sind doch die normalen Vergleichsgrößen, die die meisten Leute nehmen würden, wenn man die Schweiz vergleichen würde. Und was ich machen werde, ist einfach eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn heute, besser gesagt am Ende des ersten Halbjahres, ja, das zweite Quartal von 2021, im Vergleich zu wie es vor der Krise war, im letzten Quartal in 2019. Also wie verhalten sich die beiden? Das sind die offiziellen Statistiken, die wir hier nutzen können. Rechts werde ich das mit der Wertschöpfung machen, also wie viel wird produziert, so gesagt, an Mehrwert geschaffen durch diese Volkswirtschaften in fünf verschiedene große Bereiche, die insgesamt die Wirtschaft repräsentieren, nämlich den Bereich konsumentenorientierte Dienstleistungen, die natürlich stark getroffen wurden, ist nach aller Wahrscheinlichkeit, weil wir die Dienstleistungen nicht mehr kaufen konnten. Die unternehmensorientierte Dienstleistungen, das sind die Finanzen, Versicherungen, aber auch eher ja, unternehmensnahe Dienstleistungen, die vielleicht auch getroffen sind, aber vielleicht weniger. Dann den großen Bereich Handel, Verkehr und Gastronomie, dann das Baugewerbe und zum Schluss die Industrie. Das mache ich rechts mit der Wertschöpfung, links nachher mit der Beschäftigung. Wo haben wir nun Stellen verloren im Vergleich zu wie es vor der Pandemie war? Wo haben wir vielleicht Stellen aufgebaut? Erstmal Wertschöpfung. Hier sehen Sie die verschiedenen Balken. Rot ist die Schweiz, schwarz ist Deutschland und blau ist der Euroraum. Und auf der rechten Seite, also diese Wertschöpfungsseite, hat man tatsächlich das Gefühl, die Schweiz ist vielleicht doch nicht überall gleich als Deutschland oder als den Euroraum. Es gibt da ein paar größere Ausnahmen oder Unterschiede. Ja, ein Unterschied ist im konsumentennahen Bereich. Da scheint die Schweiz sogar heutzutage mehr zu produzieren als vor der Pandemie. Das ist in Deutschland in dem Euroraum noch nicht der Fall. Was ist dort los? Ja, bisschen schwierig zu sagen. Ein Aspekt ist ein Sonderfaktor, die Schweiz durchmacht. Nämlich wir haben glücklicherweise wieder Olympische Spiele und Fußball-Events haben dürfen im vergangenen Sommer. Und die Schweiz profitiert stark davon. Und diese Art von Effekte fließen in die konsumentennahen Dienstleistungen rein, weil da gehört das rein. Das ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein wesentlicher Sonderfaktor der Schweiz, dass wir halt eben internationale Events mitorganisieren und dass das formal in unsere Wertschöpfung reinfließt zu einem gewissen Grad. Das Zweite, was auffällt, ist ganz unten. Das ist die Industrie. Im Euroraum, Sie sehen eigentlich nichts, der blaue Balken ist so gut wie null, ist der Industrie zurück auf den Vorkrisenstand. In Deutschland ist sie noch, naja, 5-6% davon entfernt. Das sind die Probleme der deutschen Autoindustrie, ja, die doch auch einen Strukturwandel durchmachen, die jetzt durch die Pandemie noch mal verstärkt und verschlimmert worden ist, so gesagt. Das sieht man hier zurück. Das sieht man in der Schweiz nicht. In der Schweiz sieht man eine enorme Zunahme, ja, eine starke Zunahme. Woher kommt denn das? Bevor ich das erläutere, was da dahinter steht, das wird nämlich auf die nächste Folie gemacht, möchte ich erst einmal gucken, das ist die Wertschöpfung, was ist nun mit der Beschäftigung? Das interessiert eigentlich die meisten Leute viel mehr. Wo sind die Stellen verschwunden oder wo haben wir neue Stellen und ist die Schweiz dort anders als das Ausland? Und hier sehen Sie die gleiche Balken, so gesagt, für die Beschäftigung. Der Beschäftigung Ende Sommer, so gesagt, relativ zu wie es vor der Pandemie war. Und Sie sehen, eigentlich ist die Schweiz im Großen und Ganzen dort sehr vergleichbar mit dem Ausland. Hier gibt es eine Ausnahme, habe ich noch nicht drüber gesprochen, das Baugewerbe. Wieso das Baugewerbe? Naja, wir wissen alle, das Baugewerbe in der Schweiz ist schon längere Zeit in einer sehr, sehr, sehr guten Phase drin. Und
da kann es faktisch nicht weiter wachsen. Und das haben wir dann auch schon vor der Pandemie festgestellt, dass diesen Höhepunkt in etwa erreicht ist und dass wir eher eine Horizontalbewegung dort sehen. Das geht nicht wirklich viel schlechter, aber man sieht, bei den Stellen haben die doch etwas abgebaut. Das heißt nicht, dass es dort schlecht läuft, weil das Baugewerbe läuft immer noch auf relativ Hochtouren, weil es schon vor der Pandemie auf Hochtouren lief. Aber trotzdem ist das der einzige Bereich, in dem man wirklich sagen kann, dort weicht der Schweiz beschäftigungsmäßig im Großen doch etwas stärker ab von unserem Umland, Euroraum oder Deutschland. In der Industrie viel weniger. In der Industrie haben wir immer noch weniger Stellen, als es vor der Pandemie war, wie Sie hier sehen. Woher kommt dann trotzdem dieser Wertschöpfungsboost? Und ehrlich gesagt, das ist doch wieder ein bisschen Corona. Ja, das hängt nämlich mit dem Bereich Pharma zusammen. Ja. Was ich hier zeigen werde, ist, wie die Wertschöpfung in der gesamten Industrie sich entwickelt hat, in der Vergangenheit plus unsere Prognose. Und wenn Sie genau schauen, dann sehen Sie, dass auch die jüngsten Zahlen Anfang dieses Jahres, so ungefähr das erste Halbjahr 2021, höher liegen, als es vor der Pandemie war. Also die gesamte Industrie, gesamte verarbeitendes Gewerbe, ist auf einem höheren Produktionsniveau als vor der Pandemie, so wie ich es vorher auch bei der Welt gezeigt habe. In dem Sinne nicht ganz verwunderlich. Und Sie sehen, wir sind positiv, diese Steigerungsrate setzt sich fort. Aber wo kommt dieses Wachstum her? Und jetzt, wenn ich die Industrie aufteile in einerseits die Chemie und Pharma und andererseits der Rest, nicht Chemie, Pharma so gesagt, dann ist die Antwort ganz eindeutig. Dieser Impuls, den wir jetzt sehen, kommt aus diesem Pharma-Bereich. Ja, da sehen wir schon die Jahre zuvor ebenso eine starke Wachstumsdynamik. In dem Nicht-Pharma-Chemie-Bereich haben wir de facto eine Horizontalbewegung. Man sieht den Blip in der Pandemie, eine ganz klare negative Blip in der Nicht-Pharma-Industrie. Aber das haben wir jetzt auch überwunden, aus den Gründen, die vorher besprochen, und wir bewegen uns jetzt quasi horizontal weiter. Also es ist Pharma, wo das Wachstum stattfindet. Komme ich noch ganz zum Schluss in die Problematik, die wir heute sehen, Inflation so gesagt, oder Produktionsketten. Was ist denn dort jetzt genau los? Und dann gucke ich mir auch unsere Industriesektor an in der Schweiz und zeige Ihnen Resultate aus unseren Umfragen. Wir an der KOF führen Umfragen durch bei Tausenden von Firmen in der Schweiz, unter anderem auch in der Industrie. Und wir fragen die zum Beispiel auch nach, wie ist es mit Ihrem Vorproduktlagerbestand gestellt? Ja. Und das ist, was ich jetzt auf die linke Seite erstmal zeige. Hier sehen Sie die Antworten auf die Frage, wie beurteilen Sie insgesamt Ihr Lager an Vorprodukten? Und Sie sehen, bis Ende 2020 in etwa gab es 10% mehr Unternehmen, die gesagt haben, unsere Lager sind eigentlich zu groß. Ja. Wir haben zu viel Vorprodukte auf Lager. Und Sie sehen, was danach geschehen ist. Inzwischen sind es 5%, im Netto so gesagt, die sagen, unsere Lager sind zu klein. Wir haben Probleme auf der Lagerseite. Wir wollten eigentlich größere Lager haben, aber die sind jetzt zu klein. Ja. Auf der rechten Seite zeige ich Ihnen, wenn wir die Frage stellen, was sind denn Ihre Produktionshemmnisse? Was sorgt dafür, dass Sie nicht so viel produzieren können? Und seit ein paar Quartalen fragen wir jetzt auch explizit nach, haben Sie Mangel an Vorprodukte? Und Sie sehen, das war ungefähr 25% noch im April. Und jetzt im Oktober ist es fast 50% der Unternehmen, die sagen, wir konnten eigentlich nicht mehr produzieren, weil uns die Vorprodukte fehlen. Wir haben einen Vorproduktmangel. Das hören Sie in den Medien auch oftmals. Gut, wenn wir die aber fragen, wie haben sich denn Ihre Lagerbestände entwickelt, Lagerbestände an Vorprodukten, dann sind wir auf die linke Seite und Sie sehen, was dort geschehen ist. Die Entwicklung der letzten paar Monaten bei den Lagerbeständen ist enorm positiv gewesen. Die sind dabei, Lager aufzustocken und die Lager gehen hoch. Sie sagen einerseits, wir haben zu wenig Vorprodukte, andererseits sagen sie aber gleichzeitig, wir haben einen gigantischen Lageraufbau. Und das kommt natürlich wieder aus diesen Lessons learned von der Pandemie. Wir haben gelernt in dieser Pandemie, dass wenn man vielleicht Just-in-Time-Production hat, also sofort nur ein Lager hat, die minimal ist und erst Sachen vorbestellt, wenn man sie wirklich braucht, dass das in der Pandemie Probleme mit sich bringt. Und die Lösung der Firmen ist, wir brauchen höhere Lager. Die Lösung der Firmen ist, wir brauchen wahrscheinlich nicht von einem Produzent Vorprodukte, sondern von mehreren Produzenten, damit, wenn der ausfällt, ich zumindest noch anderen habe. Ja? Das sind die beiden Lösungen, die jetzt angedacht sind und durchgeführt werden. Und Sie sehen es hier. Die Lager werden aufgebaut. Erinnern Sie sich noch im Frühjahr 2020, die
Situation bei uns in den Supermärkten, bei uns Konsumenten mit dem Klopapier, mit dem Toilettenpapier. Wir haben ungefähr was Vergleichbares hier. Ja? Wir haben damals, alle Lagern wollen die Toilettenpapierrollen und dann gab es kein Toilettenpapier mehr und wir wollten noch mehr haben und die gab es nicht. Ja? Und wir wollten sie quasi kaum noch nutzen. Wenn es irgendwie geht, sei vorsichtig. Nicht alle gleichzeitig auf Toilette, wenn es geht. So ungefähr. Bei den Firmen sehen wir jetzt eigentlich was Ähnliches zurück. Die sind dabei, ihren Lagern aufzubauen, weil die weg wollen von den Just-in-Time-Production. Einerseits, aber andererseits merken die, hey, ich komme nicht an die Produkte ran, weil die alle gleichzeitig das Gleiche machen. Was auf Mikroebene also sinnvoll erscheint, ist auf Makroebene manchmal ein bisschen problematisch. Und das ist, was wir jetzt hier sehen. Letzte, was ich noch zeigen möchte auf der Produktionshemmnisseite, ist nämlich, wie es mit der Nachfrage gestellt ist. Und Sie sehen, bis zu Ende diesem Jahr waren die meisten Unternehmen im Industriebereich, haben gesagt, uns fehlt noch immer die Nachfrage. Das hat sich zwar erholt sich zwar, aber wir sehen es noch nicht in diesem Ausmaß. Und erst in diesem Jahr sehen wir diesen deutlichen Rückgang von den Unternehmen, die sagen, uns fehlt die Nachfrage. Wir sind eigentlich unter dem Niveau, die wir im Durchschnitt von 2019 haben. Das andere Problem, was wieder stärker wird, umgekehrt, ist der Personalmangel. Wir sind inzwischen wieder über dem Niveau von vor der Pandemie. Also die Leute, die brauchen, die wollen, die Firmen wollen mehr produzieren, kommen nicht an die Ware ran, weil die teilweise selber die Lage füllen, haben aber das Personal nicht, aber die Nachfrage ist nicht das Problem. Also was wir jetzt durchmachen, ist also in dem Sinne was Temporäres, die Auftragsbücher sind voll, die Nachfrage ist da, wenn das Personal da ist, können wir auch produzieren, wenn die Vorprodukte da sind, können wir produzieren, aber im Moment klappt das noch nicht so ganz und deshalb steigen die Preise in diesen Bereichen. Und das ist, was wir tatsächlich auch feststellen im Produktionsbetrieben, dass dort die Preissteigerungen am stärksten sind. Gut, ich glaube, ich höre jetzt auf, damit ich auch noch die Gelegenheit habe, mit Ihnen noch ein wenig zu diskutieren und möchte, bevor ich aufhöre, noch ganz kurz Werbung machen für unseren Koch Bulletin. Das ist ein E-Mail-Newsletter, die einmal im Monat verschickt wird und in dem Sie diese Art von Artikeln, wie ich ihn gerade präsentiert habe, wiederfinden können. Das sind kurze Beiträge, in denen versucht wird, Ihnen deutlich zu machen, wie die Wirtschaft funktioniert und wo auch die Schweizer Wirtschaft steht. Also besten Dank fürs Zuhören. Und jetzt möchte ich gerne Ihnen noch die Gelegenheit geben, die letzten Minuten mit mir zu nutzen und mir Fragen zu stellen. Gibt es hier Fragen in diesem Raum? Ja. Danke. Bitte, eine Frage da ganz rechts oben. Können Sie bitte ins Mikrofon sprechen, dass alle Sie verstehen? Sie müssen auf den Knopf drücken und wenn das rote Licht leuchtet, ist es aufgeschaltet. Also ich habe eine Frage. Das ist, der Bundesrat hat Hilfspakete verabreicht und er hat gesagt, die Leute werden nicht entlassen, wenn die Hilfspakete kommen. Und jetzt werden sie ja trotzdem entlassen, trotz der Hilfspakete. Und das finde ich nicht gut, dass sie dann noch müssen auf Arbeitslosenamt gehen. Gut. Danke. Danke für die Frage. Ich versuche hier die gesamte Wirtschaft als Aggregat darzustellen. Natürlich gibt es immer große Unterschiede innerhalb der Wirtschaft. Ja, das Gastgewerbe ist in einer ganz anderen Position, als was ich hauptsächlich darüber gesprochen habe, die Industrie. Was wir insgesamt sehen, ist eher, dass wir Personalmangel haben, dass in den Bereichen, wo die Wirtschaft wieder einigermaßen läuft und sogar schneller läuft als vielleicht vorher erwartet, dort das Personal eher fehlt. Es gibt natürlich auch Bereiche, in denen es immer noch nicht ganz rund läuft und dort sieht man, dass tatsächlich das hier vielleicht auch struktureller Natur sein kann, dass wir Verschiebungen sehen in die Wirtschaftsstrukturen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Tourismussektor annehmen, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die asiatischen Touristen, wovon wir so stark profitiert haben in gewissen Regionen der Schweiz vor der Pandemie, dass die in diesem Ausmaß sofort wieder da sein werden. Also das ist ein längeres Thema, mit dem wir umgehen müssen und es hat natürlich Konsequenzen für diesen Sektor. Ja, diesen Sektor, insbesondere die Hotels oder Restaurants, die stark sich auf diesen asiatischen Gästen ausgerichtet haben, die haben jetzt natürlich ein größeres Problem. Umgekehrt sieht man,
dass wir Schweizer wieder vermehrt die Schweiz als Urlaubsland gefunden haben und also wieder vermehrt auch nach Graubünden oder in den Tessin Urlaub machen. Und dort sieht man sogar auch teilweise Leute oder Hotels, Restaurants, die stark den Vorteil davon genießen. Ja, in dem Sinn, dass dort ein Nachfrageboom stattgefunden hat, im gewissen Ausmaß zumindest, und dass dort auch Personalmangel existiert. Also man sieht hier die strukturellen Verschiebungen, einfach gesagt, wer sehr salopp formuliert, weg von Luzern Richtung St. Moritz oder irgendwie sowas, ja, dass das natürlich mit Problemen einhergeht. Und dass tatsächlich gewisse Art von Geschäften nicht mehr in diesem Ausmaß an dem vorherigen Standort stattfinden kann, ist in dem Sinn fast logisch, aber hat soziale Probleme. Hat Probleme, dass in gewissen Bereichen Stellen abgebaut werden, aber im Prinzip in anderen Bereichen sehr stark ein Stellenaufbau momentan am stattfinden ist. Ja, auf einer Folie sehen wir, dass auf der rechten Seite die Wertschöpfung in der Industrie in der Schweiz nach der Pandemie gewachsen ist. Auf der linken Seite die Beschäftigung auch in der Industrie in der Schweiz also zurückgegangen war. Also wo sehen Sie die Gründe? Ja, das ist tatsächlich diesem Vergleich. Wir haben in der Industrie, profitieren wir momentan sehr stark aus dem Pharma-Perspektive heraus. Wir sind auch in diesen Produktionsprozessen bei den neuen mRNA-Impfstoffen ein wichtiger Spieler. Ja, diesen Impfstoffen werden nicht in einem Land produziert, vermarktet und so weiter, sondern das geht tatsächlich auch über die Grenzen hinweg. Und die Schweiz spielt eine relativ wichtige Rolle in diesem Prozess. Und da wird viel an Wertschöpfung entstehen und ist schon, hat schon entstanden und wird weiterhin dort entstehen. Aber die Stellenaufbau ist nicht in dem Ausmaß vorhanden, als dieser Wertschöpfungsaufbau stattfinden wird. Also in dem Sinn, wir sind immer noch in einer Situation, dass in gewissen Bereichen, sogar im Maschinenbau, eher etwas Stellen abgebaut worden sind und in Pharma zwar etwas aufgebaut wird, aber das nicht ganz und gar kompensiert, was abgebaut worden ist an andere Stelle. Dafür aber ist die Wertschöpfung sehr stark hochgegangen, weil hier der Mehrwert, der geschaffen wird, relativ hoch bewertet wird. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte. Es hat eine Grafik gegeben, wo Sie den Wirtschaftsaufschwung gezeigt haben in den 90er Jahren. Und dort irgendwo ist ja auch der Beginn des Internets. Wurde das jemals berücksichtigt? Diese Globalisierung scheint mir parallel zu laufen. Ja, der Internet hat natürlich die Bildung von diesen Netzwerken auch beschleunigen können. Also das hat auch in diesen 90er Jahren um die Jahrhundert herum mit stattgefunden. Das sind solche Prozesse, die auch hier prägend waren, ja, und immer noch stark prägend sind. Globalisierung ist mehr als nur Waren hin und her schieben, sondern sind Netzwerke, die gebildet sind. Und die sind natürlich viel einfacher heute zu realisieren, als es noch in den 80er Jahren der Fall war. Und tatsächlich, Internet hat die Globalisierung beschleunigt. Wie sehen Sie denn die Erholungsphase nach Covid? Können Sie das vielleicht noch ein bisschen detaillierter darstellen? Sie sagen jetzt oft, dass der Welthandel sich wieder erholen wird. Wie ist das denn Entwicklungsländer im Vergleich zu entwickelten Ländern und da USA vielleicht im Vergleich zu Europa? Ja, tatsächlich, ich habe eine Folie gezeigt, in dem das Welt-BIP auf zwei verschiedene Arten und Weisen aggregiert worden ist, nämlich Kaufkraftsparitätenzahlen und mit Exportgewichten der Schweiz. Und was da klar sichtbar war, ist, dass die grüne Kurve auf diese Folie stärker gewachsen ist, auch nach der Pandemie stärker wachsen wird, als die blaue Kurve, die für die Schweiz relevant ist. Und das zeigt eigentlich an, dass die Schwellenländer, die Länder, mit denen die Schweiz zwar immer mehr Handel treibt, aber immer noch nicht so viel als mit unserem umliegenden Umfeld, Europa insbesondere, dass die deutlich stärker weiterhin wachsen werden, als die westliche Welt wachsen wird. Also zwischen den Schwellenländern und der westlichen Welt werden wir wieder zurückkehren in diesen Konvergenzprozess. Insbesondere China natürlich holt auf und bleibt in diesem Aufholprozess drin. Was ich nicht gezeigt habe, sind die richtig armen Länder dieser Welt. Die sehen zwar auch einen stetigen Wirtschaftswachstum, damit im Durchschnitt ist die Armutsgrenze weniger
problematisch für die, als die vielleicht noch 10, 20 Jahre zurück war, aber die holen nicht wirklich auf gegenüber dem Westen und sicherlich nicht gegenüber den Schwellenländern. Also dort sieht man, dass der Kluft in dem Sinne größer wird. Die werden zwar auch etwas wohlstehender, etwas reicher, aber auf einem sehr, sehr, sehr tiefen Niveau. Und die Steigerungsrate dort ist viel bescheidener. Das ist nicht nur in den letzten 10, 20 Jahren so gewesen, das sehen wir jetzt auch schon wieder für die kommenden Zeit in unsere Modelle zurück. Ja. Darf ich noch eine Frage dazu stellen? Und sehen Sie das auch für Länder jetzt wie zum Beispiel China, für Indien, für die klassischen Entwicklungsländer, dass die Erholung sich stärker fortsetzen wird nach Covid, als das für Industrieländer der Fall sein wird? Diese Art von Ländern wie Asien im Allgemeinen, aber insbesondere China, aber auch Indien, die haben schon die Jahre zuvor eine viel stärkere Wachstumsdynamik gezeigt als der westliche Welt. Das wird wahrscheinlich auch jetzt weiterhin so bleiben. Also das ist in dem Sinn nichts Neues. Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, aus dieser Makroperspektive, muss man eben vorsichtig sein, weil wenn man in die Struktur reingeht, gibt es dann große Verschiebungen. Aber aus der Makroperspektive betrachtet, sieht man kein Anzeichen, dass es hier eine radikale Verschiebung in Wachstumsdynamik geben wird durch die Pandemie. Gut, ich schaue um mich herum, ob es noch weitere Fragen gibt, aber ich glaube, das ist nicht der Fall und wir machen, glaube ich, auch eine Punktlandung, es ist genau 1:15, also da möchte ich mich herzlich bedanken für das Zuhören und ich hoffe, ich habe Ihnen was Interessantes mitgeben können für den restlichen Sonntag und für die nächste Zeit. Besten Dank. Applaus